hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Und guckt mal hier, hier sind die Sternchen nur dann zu sehen, wenn sie aufblitzen, aber sie blitzen auch nur bei den entsprechenden Buchstaben auf tatsächlich. Wir haben letztes Mal schon angefangen. Noch gibt es das Video nicht auf YouTube, kommt aber natürlich noch. War aber nur die erste Szene. Und so viel ist nicht passiert. Tatsächlich haben wir Luma getroffen, einen freundlichen Stern, der uns helfen möchte. Und der wird wiederum beauftragt von Rosalina, die ihr hier findet. Und sie hat uns gebeten, dass wir mit der Sternkuppel Planeten bereisen und Sterne wiederfinden, Powersterne, die diese Station antreibt und auf einem Kometen durch den Weltraum schickt, um Bowser zu finden, der Peach mitsamt Schloss entführt hat. Das ist die Geschichte und da machen wir weiter. Das Spiel war mega geil. Welches Spiel meinst du das? Hast du das selber auch oder suchst du das noch tatsächlich? Oder meinst du jetzt Mario Galaxy? Ich habe tatsächlich Mario Galaxy nur so zur Mitte gespielt und ich glaube, ich werde auch diesmal es nicht durchschaffen, aber ich bin sehr motiviert, ich spiele es gerne, von daher mal los. Ich glaube, wir sollen joinen zur Sternenschauterrasse und gucken, welche Galaxien ich von dort aus erreiche. Von daher schauen wir doch einfach mal, was abgeht. Ich glaube, die Sternenschau-Galaxie ist hier. Interessant wäre nochmal zu gucken, was hier hinten so abgeht ansonsten noch. Nicht nur bei Sternchen. Die Raumschiffgarage, okay. Können wir also eventuell später noch mehrere Raumschiffe haben. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, was hier so abging. Ich bin der Meinung, hier gab es da noch mehr. Wow, hier gab es da noch mehr zu sehen, außer nur die Sternchen. Wir haben allerdings auch eine sehr eingeschränkte Sichtweise. Huch! Wow! Nein! Boah. Das Ding hat Schutzschilde. Geil. Okay, hier ist erstmal nichts los, aber ich bin der Meinung, wir haben später auch noch Freunde von Mario, die wir hier finden können. Aber wir rennen jetzt erstmal hier rein und gucken einfach mal, was in der Sternschau-Terrasse so abgeht. 150 Euro mittlerweile. Oh, krass. Oh, krass. Wahrscheinlich nur original verpackt, ne? Ich finde es auch sehr schön, auf der Switch das spielen zu können. Da habe ich schon Bock drauf. Schön, dass du gekommen bist. Diese Kuppel ist ein Observatorium des Universums. Ich muss mal kurz schauen. Jo. In anderen Worten, es ist das Auge der Sternwarte. Mit diesem Auge kann man verschiedene Galaxien spüren und auch sehen. Der Luma wird dir den Weg zu den Galaxien weisen. Wenn er sich verwandelt hat, ziele mit dem Stern auf den Greifstern und drücke A. Siehst du den Stern nicht mehr, setze ihn mit R zurück. Im Handheld-Modus kannst du den Stern auch direkt berühren. Das finde ich leichter. Es gibt nämlich später auch so Level, wo man sich von einer Geschichte zur nächsten hangeln muss. Und dann ist das so eine Sache, ne? Jesse Jabs! Hallöchen, liebe Jesse! Schön, dass du da bist und vielen Dank für was? Unfassbare 19 Monate! Vielen, vielen Dank! Wir haben heute tatsächlich schon ganz viel Musik gemacht. Ich weiß nicht, hast du einen besonderen Musikwunsch? Oder wollen wir einfach ein bisschen Mario weiterspielen? Erzähl mal. Aber vielen, vielen Dank für deine Treue und dann noch dein besonderes Prime Sub. Die anderen Subs kann man alle kaufen, aber diesen Prime Sub hast du nur einmal und den bekomme ich und da bin ich dir sehr, sehr dankbar für. Jesse, vielen, vielen Dank dafür und ich hoffe, dir geht's gut. Wie geht's dir? Was macht der Nachwuchs? Erzähl mal. So, die Sterne hier repräsentieren die vom Observatorium aus sichtbaren Galaxien. Die Nummer auf dem Stern steht für die Distanz der Galaxie zur Sternwarte. So viel Kraft brauchst du, um dorthin zu gelangen. Befreie Powersterne, um zu weit entfernten Galaxien zu reisen. Okay, wir haben jetzt einen Powerstern. Und demzufolge können wir auch nur zu der mit der Nummer 1, 3 und 8 bräuchten wir entsprechend mehr Sterne für. Also gehen wir erstmal nur in die erste Galaxie und das ist ein bisschen unser Level Cap, ne? Der Eierplanet. Und was es damit auf sich haben könnte, das können wir jetzt erfahren, ne? Kannst gerne weiterspielen. Mir geht's sehr gut. Dem Nachwuchs geht supi, wird schon bald 6 Monate alt. Crazy shit. das zweite Kind, ne? Und das erste ist jetzt wie alt mittlerweile? Auch schon älter, ne? Und wie geht's euch sonst so? Ist ja relativ still um euch geworden, ne? Wie läuft's so beruflich für Kumäschen und was macht Twitch eigentlich? Wird das nichts mehr? Oder doch? Und wenn ja, wann?
Genau. Weil Stefan sagt, ja extrem, dich zu lesen. Er spielt ja wirklich, kann mich einer kneifen. Ich muss träumen. Ich kneif dich später gerne, auf jeden Fall, Play Stefan. Er scheint vom Bösen erfüllt zu sein. Pass gut auf dich auf. Oh, oh, der Planet ist vom Bösen erfüllt. Wir schauen. Hier kommt die weltberühmte Szene, die man auch aus dem Trailer kennt. Der Eierplanet. Dino Piranha auf dem Eierstern. Oh, ich glaube, hier wartet doch der erste Endgegner auf uns, ne? Ich weiß nur, man kann die Planeten ähnlich wie bei Mario 64 mehrfach bespielen, ne? Soweit ich weiß. Bäh. Muss ich gerade mal auf die Steuerung wieder klarkommen, ne? Kann ich jetzt, ich kann ja so einen Dreher, oh, einen Dreher machen. Okay. Und damit kriege ich dann entsprechend die Kristalle. Den kann ich auch schießen auf jeden Fall, das weiß ich. Ich glaube, jetzt haben wir mal weiter. Mal gucken, was passiert. Aha. Ja, gleich die richtige Einschätzung. Jetzt gehen wir erstmal hier rüber zu dem Fragezeichenblock. Übrigens, wir machen mal immer so kleine Umfragen. Ich bin neulich durch ja, unsere Kinder quasi auf eine schöne Frage gekommen. Hier stellt sich sowieso mal die Frage, wie oft gibt es irgendeine Figur im Raum? Ne? Das machen die Kinder ganz gerne mal, dass sie darüber nachdenken, wie oft die Figuren hier im Raum sind. Und in dem Falle haben wir gerade den Fragezeichenblock gesehen. Ne? Die Frage stelle ich mal hier in die Runde. Wie oft befindet sich in diesem YouTube-Twitch-Studio der Fragezeichenblock? Wir machen eine Vorhersage. Und da könnt ihr wieder ein bisschen Kanalpunkte gewinnen. Und es macht ja immer Spaß, ne? Und die gewinnen, freuen sich vor allen Dingen immer. Vorhersage starten. So. Vorhersage starten. Wie viele Fragezeichenblöcke befinden sich im Raum? Sind im Raum. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ihr habt 10 Minuten Zeit, die Frage zu beantworten. Und dann zeige ich euch natürlich später die Fragezeichenblöcke, die im Raum sind. Bin mal gespannt, was ihr sagt. Die Abstimmung läuft. Haut raus. Wer viele Kanalpunkte setzt, kann natürlich viele verlieren. Wer wenig setzt, kann viele gewinnen. Ne? Das sind so ein paar Kniffe hier bei der Geschichte. Ja, wir schauen erstmal hier ein bisschen in der Welt um, ne? Was hier so los ist. Boah. Da gibt es viele schöne Sternpunkte. Ich muss sagen, ich finde die ziemlich geil bei einem Spiel. Jesse, hast du das Spiel schon gespielt? Ich finde ziemlich geil diese ganze Mechanik hier, ne? Die ganze Möglichkeit quasi, sich um den Planeten zu bewegen und wie man die Level gestalten kann. Ich bin mal gespannt, ob es hier auch Geisterhäuser gibt und sowas. Du kannst in den Sterngalaxien verstreute Sternteile aufsammeln, indem du sie mit dem Sternzeiger berührst. Im Handheld-Modus kannst du sie auch einfach nur durch Berühren aufsammeln. Wenn du 50 aufhebst, bekommst du ein One-Up. Es schadet also nicht, sie zu sammeln. Nun richte den Bild auf den Bildschirm und sammle so viele wie möglich. Na guck, da ist doch schon mal erstes One-Up. Die Dinger behalte ich ja trotzdem, ne? Das ist ja das Coole dabei. Gespielt noch nicht, aber ich hab's auch in der 3D-World-Variante. Weil die sucht ganz dringend der Shadow Nero, glaube ich. Zumindest hat er ein gewisses Interesse bekundet. Jetzt gab es hier irgendeinen Gag, wie es weitergeht, ne? Ich weiß aber gerade nicht wirklich wie. Komm nicht rüber. Ja, ich bin auch froh. Ich habe es auch zum Normalpreis geholt, auf jeden Fall. Die Jesse Japs. Jetzt fragt gleich Franzi wieder, wie geht's von Zelda Funkel in Review Switch? Das fragen wir uns alle. Oh, da oben hängen auch noch welche mit den Bäumen. Übrigens bei der Switch kann man den Controller einfach bewegen. Das finde ich auch ganz geil. Ein bisschen wie die Joy-Cons. Ich glaube, hier kommen wir jetzt tatsächlich. What's the matter? Ach Gott. Hm.
Bam! Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Erinnert alles schon sehr an Mario Odyssey, ne? Wenn du zwischendurch müde wirst, drücke einfach Plus und wähle zurück zu Sternwarte, um zurückzukehren. Jetzt soll ich denn zurückkehren? So, jetzt bin ich hier ja auf dem Pilz. Tja, aber irgendwie... Ich will die nicht alle schnappen, das geht mir noch am Po vorbei. Nein, ich will da nicht runter! Oh, du kleiner Schisser, ne? Wir laufen aber mal weiter. Ach, wir können ja auch einfach hochlaufen. Ach Gott. Ein Stück weiter ist ein Freund von mir. Beeil dich schnell! Okay, so einfach kann es sein. Das war genau so Grundorientierung im Spiel, um die es ging, ne? Wow! Warum klingt man eigentlich, wenn man Mario spielt, automatisch wie Mario? Drei Teile, okay. Ich verliere auch komplett die Orientierung, ne? Oh. Weiß ich, wo ich schon war. Da. Schöne Matsche, ne? Natürlich ist es auf der anderen Seite. Warum sollte es doch hier sein? Ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt mal einmal durchkomme. Wahoo! Genau. So ist es. So, wie sieht's aus? Denkt dran, Vorhersage läuft. Die Hälfte der Zeit ist schon vergangen. 2,5 Minuten habt ihr noch ungefähr. Und es gibt nur ein Vote mit 20,5 Punkten. Und ich weiß nicht mal, ob der richtig ist. Nutzt gerne mal eure Kanalpunkte. Also ich weiß natürlich, wie viele es sind. Aber ihr habt eine gute Chance, einfach eure Kanalpunkte zu mehren. Ne? Schaut euch mal um, wie viele... Oder denkt mal drüber nach, was ihr vielleicht hier schon im Raum gesehen habt. Und dann wisst ihr vielleicht, wie viele es sind. Du willst auf die Oma, oder? Bam. Bam. Ah ja. Nee, noch nicht. Ich will noch nicht hoch. Ich will erstmal kurz umgucken. Na guck. That's what I'm talking about. Josef Hirutwal sagt als Semi Mario. It's Semi. Neo Zephyroth, wie geht's dir eigentlich? Hast du Mario Galaxy schon mal gespielt? Ja, was muss ich jetzt hier machen? Ach so. Wackeldi-wackeldi muss ich machen. Okay, okay, okay. Ah! Play Stefan sagt Mario Number One. Mario Number One. Also, denkt dran, ihr habt noch ungefähr eine Minute oder so Zeit für die Kanalpunkt-Wette. Und da könnt ihr Kanalpunkte ausgeben oder auch nicht. Wenn natürlich Josef keiner viel ausgibt, gibt es noch nicht viel zu gewinnen. Gut. Galaxy habe ich noch nicht gespielt. Noch nicht gespielt, okay. Bam, einfach mal platt gemacht, das Ding. Das Ding auch einfach platt gemacht, aber ich glaube, die kommen immer nachproduzierterweise hier an. Von daher bahnen wir uns einfach mal den Weg. Nein! Aber was? Der schmeißt ihn da einfach rein. Neo, bist du eigentlich jetzt Donnerstag wieder on? Oder wie läuft so dein Umzug ansonsten? Das interessiert mich selbstverständlich auch. Roll die Roll, die Roll die Roll, die Roll die Roll, die Roll die Roll, die Roll.
Nein! Och, Mario! Du kleiner Schlingel! Boah, sackst du mich an, ey. Gut, dass ich ein Leben bekommen habe. 2 Minuten 17 noch für die Vorhersage. Nicht vergessen. Boah, welcher Pisser war das? Ich kann mir schon vorstellen, wie da Floppo auf Tour oder so, ne? Faller, der kleine Faller war's. Faller, die Pisser ist bei Real Switch auch im Grunde eine liebevolle Begrüßung allgemeiner Natur, ne? Also hat gar nichts irgendwie damit zu tun, dass ich dich nicht wertschätze oder so. Josef Jurutwal sagt schleppend, zumindest ist mal der Boden fertig, aber mein Zimmer muss noch gestrichen werden, Punkt, und das geht wegen Entrümpelung frühestens nächste Woche. Okay. Demzufolge zockst du denn oder zockst du nicht? Wie ein Profi. Guckt euch das an. Ich weiß nicht, wie ein Profi das macht, weil ich bin ja keiner, aber man gibt sich hier Mühe, ne? Josef Jurutwal sagt eher nicht, hab ATM keine Nerven dazu. Keine Nerven dazu. Die Technik aufzubauen oder einfach zu streamen an sich? Das kostet auch mal viel Zeit und Energie tatsächlich, ne? Das muss ich tatsächlich sagen und macht Spaß. Sucht ihr einen Defibrillator? Warum? Wegen meiner unstetigen Aussagen? Sagt generell oder? Zu streamen. Kann ich nachvollziehen, ja. Muss man Ruhe und Zeit für haben, ne? Ruhe vor allen Dingen, das ist tatsächlich ausschlaggebend. Aber schön, dass du ein bisschen zum Chillen hergekommen bist. Ich hoffe, du hast Freude. 30 Sekunden noch für die Kanalpunktwette. Wie viele Fragezeichenblöcke sind im Raum? Wir zählen sie gleich. Den Folge gibt es gleich Proof. So. Bei Stefan sagt, Mario Galaxy in VR wäre gewiss sehr interessant, lol. Tatsächlich gibt es Mario Odyssey in VR, ne? Muss man dazu mal sagen. Also mit der VR-Brille. Peaches, 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 I love you. Ja, Peaches suchen wir ja auch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Thema Lust auf ein Frühstücksei. Oh Gott. Den kleinen Schlawiner, der ist doch auch der erste Endgegner bei Super Mario Dingensbummels Sunshine. Ganz schön fies. Ich finde nämlich die kleine Pflanze sehr, sehr niedlich. Ich mag den gar nicht schlagen, um ehrlich zu sein. Ah, oh, geh weg, 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 geh weg. Josef Jurutwal sagt, da ist Pflanze. Oh Mist. Wenn sie so sauer ist, weiß jemand, was ich da machen muss? Bei Pflanzi? Ich will die Level nämlich nicht von vorne. You fucking serious? Ich sag nicht, ich muss schnell sein. Dann gibt's Ärger. Weil mit den Dingern beschießen hat gerade auch nicht funktioniert. Das hat gerade auch nicht funktioniert, leider. Weiß das noch einer, was ich da tun muss? Bei Pflanzi? Das Spiel sieht super aus und ich muss sagen, es kommt auch tatsächlich an Mario Odyssey echt nah ran, auch vom gesamten Good Feel her, ne? Also ganze Feeling des Games halt auf jeden Fall. So, da sind wir wieder. Wir suchen das nochmal, die ersten beiden rum ging ja, aber dann wurde uns Pflanzi zu böse, ne? Okay, Mario kann aber auch schneller laufen, merke ich gerade. Es ist wirklich klein Pflanzi hier, ne? Und dann wird es nämlich stinkesauer. Komm schon! Mario! Schneller! Schneller!
Boah! Wie schnell, ey. Alter Vater. Nein! Nein, 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 ja, dem Spiel auf jeden Fall. Das in VR, ne? Das stimmt. Aber ich glaube, bei Mario Odyssey reicht das auch schon. Also es gibt von Labo gibt es auf jeden Fall ein VR-Set. Und mit diesem VR-Set könnt ihr Mario Odyssey spielen. Können wir theoretisch mal machen, aber ich glaube, das funktioniert nicht in Übertragung, ne? Josef Jurutwal sagt, Pflanzi ist der Dünger ausgegangen. Ja, auf jeden Fall. Gott sei Dank, ne? Ich habe schon in meiner Instagram-Ankündigung gesagt, heute ist Failplay. Das ist Super Mario Galaxy, nicht Speedrun, sondern Failrun. Warum klang der Stern jetzt wie ein Delfin? Man weiß es nicht. Du hast einen Stern erhalten für den Eierplaneten-Galaxie Dino Piranha auf dem Eierstern. Da haben wir schon 2 Sterne. Ab 3, glaube ich, können wir eine neue Galaxie bereisen. Eine Münze, sage und schreibe eine Münze habe ich gesammelt. Und Sternteile habe ich auch zurückgebracht. Wunderschön. Ist ein Leben für geben, ne? So, und speichern tun wir auch mal. Das ging noch ganz gut. Motion Sickness, wahoo. Schon beim Zuschauen, oder? Wie ist Mario Galaxy beim Zuschauen? Macht dann das auch leicht dödelig? Oder wie sieht das aus? So, gute halbe Stunde spielen wir noch, ne? Guck gerade mal. Ich glaube, wir haben alle Geschichten gemacht. Ich weiß gar nicht, ob Faller immer noch darauf besteht, dass ich Zitronensaft trinke, aber ich befürchte schon. Das sind sogenannte Sternteile. Wir Luma lieben sie. Sie sind die Quelle unserer Kraft. Richte sie auf den Bildschirm und sammle sie mit dem Stern auf. Im Handheld-Modus kannst du dich berühren, Sterns sammeln. Dann ziele mit dem Stern und schieße sie. Durch Drücken kannst du die Erde berühren auf deine Gegner. Lass es uns ausprobieren. Das haben wir doch schon gemacht. Warum muss ich das jetzt nochmal machen? Achso. Die kriege ich jetzt, damit ich ihn beschießen kann. Genau so. Okay. Weiter. Hervorragend. Die behalte ich als Gebühr für die Lektion. Du kannst sie auf Gegner schießen oder hungrigen Luma damit füttern. Vielleicht springt dabei eine Belohnung für dich heraus. Sternteile werden dir bei... Das ist die große, bunte Bahn. Wie schauen wir sie farbig macht. Sogar den grauen Himmel blau, damit die Sonne mit uns lacht. Das ist ein großer, dünner, kleiner Bonbon. Falla, du weißt nicht, was du getan hast. Halt dich bereit, in den nächsten wenigen Minuten wird es einen Spezialauftritt nur für dich geben, aber natürlich auch für alle anderen. Zwangsläufig, es gibt keinen separaten Kanal auf Twitch. So, ich glaube, in diesem Füttern haben wir doch, glaube ich, draußen irgendwie gleich einen, den wir satt machen können damit, ne? Den hier vielleicht? Danke. Das hier ist eine von zahlreichen Kuppeln. Der Stefan sagt, Odyssee habe ich seinerzeit mit dem 8-Bit-Outfit von dem 8-Bit-Amiibo gezockt. War für mich auch das zugänglichste 3D-Mario, wobei ich 3D-Mario World noch nachholen muss. Oh, 3D-Mario World hast du noch nicht gespielt? Ach, schau, guck mal, hier gibt es noch ganz viel, was noch nicht freigeschaltet ist, was alles noch dunkel ist. Ich bin mal gespannt, was hier alles noch kommt. Also da gibt es auch noch mehr Kuppeln und so, ne? Das ist der Clou hier, okay. Also auf jeden Fall Mario 3D World. Ich habe schon gesagt, also Odyssey ist halt die Messlatte ganz weit oben. Wir haben vorhin noch darüber diskutiert, welches könnte eigentlich das nächste Switch-Spiel sein? Oder vielmehr, welches könnte das nächste große Switch-Spiel sein, was dann vor allen Dingen mit der Switch 2 dieses oder nächstes Jahr, aber wahrscheinlich nächstes Jahr, released wird. Und Franzi meinte Mario. Und ja, Mario 3D wäre langsam an der Zeit und wäre passend auf einer Switch 2. Aber was produziert man nach Mario Odyssey? Mario Odyssey ist ja wohl Perfektion. Und das ist die Messlatte wirklich ganz, ganz oben. Und da frage ich mich wirklich, was produziert man danach? Ne? Was für ein Spiel soll noch kommen? Ja, müsst ihr mir mal verraten, was ihr denkt, welches das sein könnte. Play Stefan sagt tatsächlich nicht. Hab nur 3D Mario Land gezockt auf dem 3DS. Ja, man sagt immer, wenn man 3D Mario Land kennt, dann ist 3D Mario World tatsächlich nicht mehr so krass. Aber für mich ist ohne Bowser's Fury nur 3D World tatsächlich eines der besten 2D Marios, die ich so kenne. Also 3D World ist große, große Liebe. Habe ich auch noch vor, hier im Stream zu spielen.
Und genau, einfach so. Und Bowser's Fury war auch ziemlich gut. Weißt du, hast du Bowser's Fury auch nicht gespielt? Wir machen nochmal den Eierplaneten, weil es gibt auf jeden Fall auch noch weitere Level, wo man noch weitere Sterne holen kann. Jetzt haben wir den Eierplanet 1 nämlich schon geschafft. Den sehen wir jetzt schon hier. Da ist der Stern. Und der nächste wird über Erfülle den Wunsch des Vielfraß gelöst. Also, was wird das Opening Event auf der Switch 2? Welches Game wird es werden? Erzählt es mir. Erfülle den Wunsch des Vielfraßes. Ich bin sehr gespannt, wer der Vielfraß ist. Dein Stefan sagt, kommt alles nach Kratos irgendwann. Wie viel Kratos hast du denn noch? Du hast doch schon 3 Spiele oder 4 Spiele durchgespielt, oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube, 4 Spiele hast du schon, ne? Hier geht's glaube ich nicht weiter. Müssen wir hier hin. So, ach übrigens, die Kanalpunktwette ist vorbei. Und wir, Falla, du musst dich bereithalten. Du darfst jetzt nicht in den Lurk gehen oder so, ne? Wir beschäftigen uns sofort mit deiner bunten Bunny-Show, die du eingelöst hast. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst, aber du wirst es jetzt gleich erleben. Alle freuen sich wahrscheinlich sogar schon. Josef Jurtwal sagt, ich glaube, die Switch 2 kommt erst mit dem nächsten Zelda. Mit dem nächsten Zelda? Oh, da wäre das noch weit, weit, weit in der Zukunft. Weil Zelda kommt wirklich nur alle, ja, 3 bis 5 Jahre ungefähr. Also das kommt nicht oft. Deswegen, das ist aber eine kühne Vermutung. Das glaube ich nicht, nee. Ich glaube, die ist schon in den Startlöchern in irgendeiner Form. Ach, guck mal, da ist einer. Ein Stück weiter ist dein Vielfraß. Kannst du nämlich seine Bitte erfüllen? Nutz die Sterne, um dich weiter zu bewegen, falls du im Händel. Bla 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 bla. Immer der gleiche Quatsch. Ah, okay. Weil Stefan sagt, ich würde auch ein neues Donkey Kong Country nicht von der Bettkante stoßen. Donkey Kong Country als Opening-Titel würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen, aber boah, schwer vorstellbar. Josef Jurtwal sagt, die Switch 2 braucht Kracher-Games zum Start. Ohne Zelda kann ich mir das nicht vorstellen. Zelda war es letztes Mal aber auch schon. Meinst du, es wird wieder Zelda? Also ein Kracher 3D Mario, also ein 3D Mario erwarten wir ja wohl wirklich, wirklich händeringend, oder? Meinst du nicht? Au. Au. Au, au, au. Au, au, au. Machen wir mal alle diese Dinger hier kaputt. Josef Jurtwal sagt, es war bis jetzt fast immer Zelda und ein 3D Marion kommt da nicht mit. 3D Marion nicht, aber vielleicht 3D Mario. So, wir schießen uns jetzt mal zum nächsten Planeten noch. Und wenn ich einen halbwegs standfesten Stand habe, dann... Josef Jurtwal sagt, ich würde ein neues F-Zero oder Star Fox feiern. Boah, F-Zero oder Star Fox sind auch keine Opening-Titel von Nintendo. Glaube ich auch nicht. Das ist sehr schwierig, sage ich jetzt mal. Ne? Ich glaube, Mario ist realistisch. Aber was macht man nach Mario Odyssey? Ne? Das ist so die Frage. Oder denkt ihr, es ist unrealistisch? Es wird jetzt das nächste Zelda sein, dann warten wir noch 5 Jahre oder so. Ne? Das muss man mal festhalten. So, folgendes. Wir kommen zu unserer Kanalpunktvorhersage. Da war heute die Frage... sagt, hey, F-Zero war ein Opening-Title vom SNES. Ja, aber lange her. Und Nintendo hat selber gesagt, die wissen nicht, was sie damit machen sollen. Und die brauchen immer was Innovatives. So, wir haben 500 Kanalpunkte auf 95% haben gesagt, 2 Fragezeichen habe ich hier im Studio. Und 20 und 10 Kanalpunkte, 3 und 4. Sind ein paar Kanalpunkte im Rennen. Die Antwortmöglichkeit 1, 2, 3, 4, 5. Wir schauen uns das jetzt an. Ich nehme euch kurz mit auf die Suche durch den Raum. Also, gepowert und gefeatured von Kumasi, aka 3D Nerddruck, ist hier ein klassischer Super Mario Würfel. Das ist so eine Box, die man aufmachen kann, kann man Sachen rausnehmen. So, ich scrolle euch ein Stück weiter. Das ist Nummer 1, ne? Hier oben seht ihr den kleinen Stoffpuppenschrein. Und hier im Stoffpuppenschrein steht einmal... Play Stefan sagt Mario Kart 9, okay. Spaß beiseite. Das kommt wohl nie. Eher noch 5000 Booster Packs. Und
Hier hinten, ich weiß nicht, ob ihr seht, das ist Nummer 3. Der macht auch Geräusche. Nummer 3. So. Jetzt kommt der Clou. Bisschen was fies. Oh, Moment. Hier haben wir Nummer 4. Der Fragezeichenwürfel. Ja, auch klar. Nicht zu übersehen, glaube ich. Das war Nummer 4. In den Mario-Modellen habe ich keinen versteckt. Ne? Und dieser kleine Würfel ist die Nummer 5. Tatsächlich. Wir haben durchgezählt. Ne? Also ich habe keine ausgelassen. Es sind allein in diesem Raum tatsächlich 5 Stück. Es ist echt ein bisschen fies. Es ist ein bisschen fies, um ehrlich zu sein, weil der Kleine sieht man nicht. Aber es war ja auch eine Vorhersage. Ihr solltet ja schätzen. Und es sind 5 Stück in diesem Raum. Kein mehr, kein weniger. Und damit das richtige Ergebnis 5 hat niemand gesagt. Und damit raube ich euch tatsächlich alle Kanalpunkte. Das tut mir sehr leid. Ich hätte gerne gewünscht, dass irgendeiner die Kanalpunkte bekommt, aber es sind 5 Stück leider an der Stelle. Es tut mir leid! Aber solche Fragen sind lustig, oder? Ich stelle euch Fragen mal öfter. Nächstes Mal kann ich fragen, wie viele Marios es hier gibt. Das wird auch spannend, oder? Und wie viele Yoshis? Das ist noch eine viel spannendere Frage. Zählt schon mal durch. Marios und Yoshis, die ihr seht, zählt die schon mal durch, damit ihr eine realistische Einschätzung habt. Ich muss sie selber durchziehen übrigens. Mario Kart 9, okay, Spaß beiseite, das kommt wohl nie. Eher noch 5000 Booster Packs. Na, nee, doch, glaube ich schon, dass da sowas kommt. Josef Jurutwal sagt also, wenn ich so drüber nachdenke, könnte ich mir nur Metroid Prime 4 und ein neues DKC als Starter-Titel für die Switch 2 vorstellen. Oh. Falls sie 2024 oder 2025 kommt. Metroid Prime könnte ich mir auch vorstellen, weil er tatsächlich Metroid Prime schon länger in Ankündigung ist, ne? Okay, und damit geht's gleich weiter. Cool, das ging ja schnell hier. Ah, Mario. Jetzt ab. Wo komme ich jetzt hin? Hallo? Hier war ich schon. Hier war ich doch schon. Das ist ja fies. Ich wollte den Goomba nicht nochmal besuchen. Oh, wie süß. Ein kleiner Mini-Stern. Dann lasse ich mich nicht ablenken. Dann fliege ich einfach weiter. Und ich glaube, da vorne ist auch schon eins unserer Ziele auf dieser Kapsel. Sieht schon ziemlich geil aus. Oh, da ist ein Fifras. La 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 la. Hey du da, hast du keine Sternteile? Ich will Sternteile essen. Ganz viel davon will ich essen. La 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 la. Komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 100 esse, verwandle ich mich. Okay. 100 Der Stefan sagt, bortet mir God of War auf die Switch 2 und ich werfe euch das Geld entgegen, lol. God of War 2. Sag uns mal, Play Stefan, gerne mit Text-to-Speech. Wie viele God of War hast du denn schon gespielt? Wie viele sind das? Hau raus. Interessiert mich sehr. Nach maximal. Das waren noch nicht genug Sternteile, ne? Das war noch nicht genug. Ich hab doch so viele gesammelt. Ist ja fies. Du hast ja wirklich schon viele gespielt. Ich habe ja echt auch schon viele gesehen von dir. Oh, Goomba, du kleiner Pisser, Alter. Boah, ich den Begriff eigentlich nur allerdings her. Porte mir FF7 Remake und Rebuff auf die Switch und ich schlag dir im Doppelsalto kostenlos. Oh ja, oh ja. Das hat gerade nicht gegolten. Was? Ach nö. Nee, komm. Deine Mutter. Ey, ich habe den gerade noch so viele gegeben. Das hat nicht gezählt. Das hättest du mir mal erzählen dürfen jetzt hier. Das war im Vorfeld, bitte. Der Unterstrich Marlon Unterstrich Dartmann sagt, Guten Nacht, meine Lieben. Bis Freitag schlaft gut und kommt Nacht, durch CH, lieber Marlon. Die Woche Review 20 Love. Was kommt zweimal die Woche? Ja, komm gut durch die Woche. Ja, komm du auch gut durch die Woche. Und am Freitag gibt es wieder Stream ohne Plan. Genau wie Mario ohne Plan durch die Gegend fliegt. Ich hoffe, du bist wieder da zum Stream ohne Plan. Hätte ich Bock drauf. Du vielleicht auch.
Jetzt frage ich mich, wo ich Sternteile herbekomme. Das frage ich mich. Irgendeine Idee, wo ich Sternteile herbekomme? Okay, wenn ich diese extra Runden drehe, gibt es auf jeden Fall ein paar. Das ist schon mal nice. Wahrscheinlich könnte ich hier noch so ein paar Gummas plätten und so ein paar Pflanzen plätten. Play Stefan sagt 4 gespielt, 1 in Arbeit, 3 offen bei God of War. 3 offen. 4 gespielt, 1 in Arbeit, 3 offen. Okay, aber ist ja schon. Ziel ist schon auf Sicht, ne? Sagen wir es mal so. Ah, guck mal, da sind die Pflänzchen noch. Die kann ich mal rumkloppen. Das ist ein bisschen Fleißarbeit jetzt wieder, ne? Hätte man natürlich aufpassen können, dass man die Dinger nicht daneben haut, aber was soll ich machen, ne? Was soll ich machen? Machst du nix? Da will ich nicht hin. Boah, guck mal. Durch die Flügel kriege ich auch immer extra viele. Das ist nice. Da bin ich wieder mal viel Fraß und da versuchen wir es nochmal. Das reicht immer noch nicht. Ich war aber ganz fleißig schon. Liebt hier eigentlich nichts, was ich auf die Oma hauen kann? Nee, sind immer nur die Dinger in den Büschen, ne? Ah, das. Den sterbenden Mario sehe ich auch nicht. Hey Stefan, gerne. Sagt er, wo bekommt man Sternentaler? Ich, beim Sternentalernern. Beim Stern was? Beim Sterntalermann. Ach, Play Stefan. Seit Heirat bist du auch nicht viel witziger geworden, ne? Man hat sich erhofft, es bessert sich irgendwie, aber. Wie ist eigentlich deine Frau so drauf? Jetzt, wo ich sie so ein bisschen gesehen habe, würde die auch mal mit dir mitstreamen zum Beispiel? Oder ist die eher so gar nicht mit Gaming und gar nicht mit Twitch? Wie findet die das Ganze so überhaupt? Du verwendest ja auch recht viel Zeit darauf und so, ne? Erzähl mal was darüber, das würde mich mal interessieren. Überhaupt, was für ein Typ das ist, ne? Dass ihr euch ewig kennt, habe ich ja schon mitbekommen. Dementsprechend kennt sie YouTube ja auch schon seit Ewigkeiten von dir. Und Twitch ist ja nochmal so eine kleine Steigerung, sag ich jetzt mal, ne? Ich glaube, wir schaffen das hier auf jeden Fall, die Dinger zusammenzukriegen. Ich wollte gerne zu der Mitte zu dieser Pille, die sieht mich sehr lustig aus. Hätte ich ein bisschen Bock drauf gehabt, das noch mal so ein bisschen auszuchecken. Ah, hey Stefan sagt hoffnungslos, mein Lieber, weder mit dem Humor noch meine Frau on Stream zu sehen. Du hast nicht genug Humor, um deine Frau zum Stream zu kriegen? Oder was? Ich habe den Inhalt jetzt nicht verstanden. Es ist hoffnungslos, habe ich verstanden. Wie einfach diese Geräusche schrecklich sind, wenn man einfach zu wenig Leben hat. Genau wie bei Zelda. Wer genau hat sich ausgedacht, dass solche Geräusche irgendwie kommen müssen, wenn man zu wenig Leben hat? Weil man nicht selber schon sowieso genug genervt ist, dass man so wenig Leben hier hat im Spiel, ne? Nee, ich möchte gerne am seidenen Faden hier hängen und des Todes sein. Also klar, ist überhaupt kein Problem. Finde ich geil. Oder was? Sie spielen, ne? So, da ist nix. Ich glaube, jetzt dürfen wir so langsam, aber auch. Ich mache nochmal eine Ehrenrunde. Dann nehmen wir noch ein paar von diesen Sternteilen mit. Das kann ja nicht schaden, ne? Ein bisschen Motion Sickness kriegt man ja schon im Spiel, ne? Muss man ja schon sagen. Das ist aber auch wunderschön einfach, ne? Nein, dass sich mein Humor ändert, ist hoffnungslos. Also, da will ich nicht wieder hin. So, die will ich mitnehmen, genau. Und da ist der Vielfraß, ne? Den kriegen wir noch gesättigt hier. Na, guck. Bam! Das war's! Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Ein neuer Planet wurde geboren.
Das passiert bei mir auch manchmal, wenn ich viel esse und dann vergehen Stefan so... Stefan sagt, mein Standardsatz beim Mario 64 Let's Play war Kamera, Kamera, Kamera. Ja, genau. Das stimmt. Kamera lässt sich aber auch, dass ich hier auch nicht so stark einstellen. Das läuft tatsächlich maßgeblich automatisch, muss ich sagen. Irgendwas um mich zwei. Oh, ich habe zwei Energie bekommen. Gott sei Dank. Noch mehr Energie. Deswegen machen sich Münzen im Spiel auch so rar, wegen der Energie, ne? Aber Mario hat immer gute Laune, ne? Das muss man sagen. Auch wenn die Welt untergeht, Mario hat immer Bock, ne? The way is up, oder? The way is up! Endlich, ich komme zur Pille! Ich wollte aber so eine leichte Charakterbeschreibung und wie sie zu Twitch und YouTube und so steht. Hast du mir das schon geschrieben? Da sehe ich es gerade Text-to-Speech leichter. Ich kann euch mal auch alle euer Text-to-Speech gerade zurückgeben, weil das ja echt notwendig ist, ne? Neo, hast du nur eine Switch? Hast du keine andere Konsole wegen Final Fantasy? Oder du hast aktuell keine PlayStation 5, ne? Aber eine 4 könntest du doch haben. Bei einer 4 wärst du doch auch im Rennen. Da könntest du zumindest Remake spielen, ne? Rebirth glaube ich dann nicht mehr. Rebirth, muss ich ja mal sagen, wer spielt das von euch? Also ich will nicht viel erzählen, ich will nur sagen, dass ich über Rebirth generell sehr überrascht bin, weil das ja zu dem ersten Teil ein riesiger Unterschied ist. Also wäre ich schon wissend gewesen, so wie viele von euch, so wie viele von euch wissend gewesen, was in Final Fantasy 7 kam, dann hätte ich mich regelrecht über den Inhalt von Final Fantasy 7 Remake geärgert, weil ich ja gewusst hätte, sobald Rebirth kommt, kommt ja die ganze Welt von dem Spiel, während die ganze Welt einem ja im Remake noch vorenthalten bleibt. Das finde ich ganz schön crazy. Ah, hier haben wir das mit der Schwerkraft. Das macht ja richtig Laune. Geil. Das macht richtig Laune. Nein! Auf, kleiner Mario. Hier geht es darum, rüberzukommen, bevor die mich in die andere Schwerkraftzone schubsen. Okay. Habe verstanden. Dieses Level. Wow, das war knapp. Für ein geiles Level diese Pille ist. So gut. War aber schon zu erahnen, ne? Oh, da kriege ich auch eine Münze wieder. Cool. So wie so ein Endgegner hier irgendwie bekommen würde, ne? Goomba. Der Endgegner. Wahrscheinlich. Drei Goombas wohl gleich. Auch mal Goombas kreativ platt machen, ne? Aber es ist immer noch kein irgendwie Endstern oder sowas. Immer noch weiter. Oh, was kommt jetzt? Jetzt kommt das Ding hier. Oh. Da wartet einfach ein Sternchen auf mich, oder?
Aber nee, es wartet nicht da auf mich, sondern ich muss erst Sternteile sammeln dafür. Kann ich einfach rumlaufen? Kann ich. Darf ich natürlich nicht abstürzen, ne? Schwarzes Loch ist auch in der Nähe. Ah, so eine geile Idee. Ich habe übrigens auch noch nie Mario Galaxy 2 gespielt. Habe ich auch da auf der Wii? Wii? Aber noch nicht gespielt. Ich gehe wieder auf die gute Seite der Macht. Dark Side of the Moon, ne? Irgendwo hier drüben, glaube ich, ne? War hier der Stern? Yes! Und jetzt? Oh Mann, wie soll ich denn da hinkommen jetzt? Ach, das ist fies, Freunde. Das ist doch fies. Das muss ich früher machen, ne? Yes. Miep, miep, ich gehe schlafen. Guter Lollipop, ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß gehabt. Irgendwie kam ich nicht mehr richtig ins Gespräch, ne? Wahrscheinlich habe ich es nicht gelesen. Ich hoffe, du verzeihst mir, aber ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß mit dem Spiel gehabt. Schön, dass du da warst. Und ich wünsche dir eine gute Nacht. Komm gut durch die Woche. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder reinschaltest. Freitag zum Beispiel zum Stream ohne Plan, wo ihr wieder bestimmt, was ich spiele. Play Stefan sagt, Bahn streikt morgen wieder. Könnte allmählich göbeln deswegen. Die Bahn streikt morgen schon wieder. Ich wollte eigentlich morgen ins Büro. Ich habe es lustigerweise auf Mittwoch verschoben. Ich hoffe, Mittwoch streikt sie nicht mehr. Langsam ist es ein bisschen problematisch, weil ich komme eben nicht ins Büro sonst. Und da werde ich derweil auch gebraucht. Deswegen, gefordert vielmehr. Ich habe eine neue Galaxie entdeckt. Sehr schön. Da könnten wir natürlich eventuell noch einen Blick drauf werfen. Gut gemacht. Dank dir wurde eine neue Galaxie entdeckt. Sammel Powersterne und dein Sichtfeld vergrößert sich. Bald wirst du bestimmt den Stützpunkt des Feindes entdecken. Selbstverständlich wollen wir speichern. Ich finde auf jeden Fall mega cool, wie gut das Spiel supported wurde für die Switch und umgesetzt wurde. Wir werden in guten 6 Minuten raiden. Das heißt, wer jetzt auch schon übers Bett nachdenkt, darf gerne noch da bleiben und noch die Punkte fürs Raiden kassieren. Ne? Das ist immer wichtig. Denn dann könnt ihr eure Punkte auch hier platzieren für Kanalwetten, um mich zu ärgern, für alles, was euer Herz erfreut. Du kannst hier noch nicht lang. Sag du mir nicht, was ich tun und was ich lassen soll, Alter. Ach Mann, ich habe noch eine Erinnerung, dass hier noch einiges passiert, aber ein Stückchen muss ich wohl auch noch gespielt haben, würde ich sagen, im Spiel. Gut, wir schauen noch mal, was wir... Ja, ja. Wir schauen mal, was wir hier erreicht haben. Okay. Das sieht so nach der Bowser-Welt aus, auf jeden Fall. Das ist die neue Galaxie. Wir können hier auch noch weiterspielen. Wir haben hier 2 von 3 Sternen. Wir schauen mal, was für eine neue Galaxie sich hier versteckt. Das Honigbienenkönigreich. Oh! Stole Enemy. Hallöchen. Herzlich willkommen im Stream. Einmal kurz hier rüber. Okay, Patrick und Mittelmaus CP zum ersten Mal gechattet. Herzlichen Glückwunsch. Soul Enemy, vielen, vielen Dank für den Raid. Und jetzt frage ich mich natürlich, Soul Enemy, warum ich? Weil den Namen kenne ich tatsächlich noch nicht. Und freue mich auf jeden Fall, dich kennenzulernen. Zumindest unter dem Namen. Ich weiß nicht, ob du vorher vielleicht einen anderen hattest. Das ist der Kanal von Soul Enemy. Und wenn er mich raidet, scheint er guten Geschmack zu haben. Ich follow dir auf jeden Fall jetzt und schau mal bei dir rein. Follow es von mir raus und würde mich natürlich über alle freuen, die da einfach mal rein raiden.
Und alle, die da rüber geratet sind, ich möchte mich natürlich gerne kurz vorstellen. Und dann sind wir auch eigentlich schon am Ende des Streams leider, ne? Aber es gibt hier einiges zu sehen und der Trailer verrät euch das ein bisschen. Soul Enemy und okay, Patrick, vielen Dank für eure Follows und ihr macht damit die 600 voll. Würde mich sehr freuen, wenn meine Leute auch mal da rein followen und mal vorbeischauen. Und damit ihr wisst, was euch hier erwartet, kurze Vorstellung meinerseits. Moin zusammen und herzlich willkommen auf meinem Twitch-Kanal. Schön, dass du einschaltest. Wahrscheinlich seid ihr gerade rüber geradet oder du bist vielleicht schon ein neuer Follower. Aber gebt mir eine Chance, mich vorzustellen. Mein Name ist Manuel. Mein Release-Date war 1985 und ich bin Nerd durch und durch. Und ich bin ein Nintendo-Kind. Ich bin für euch da montags und freitags um 19.30 Uhr. Aber worum geht es? Auf meinem Kanal gibt's so einiges zu sehen. Will niemand sehen. Niemand. Wir machen hier Klemmbausteine, aber in erster Linie ist das hier natürlich ein Gaming-Kanal. Am Montag ist immer Retro Monday und am Freitag gibt's den gute Laune Wochenendstream. Ich zeige euch mal, was ein Skillgamer ist hier. Da guck, braucht keiner. Das wäre schon doof, ne? Am Ende jedenfalls schaffe ich es immer irgendwie. Ich hab's geschafft! Yeah! Woohoo! Mindestens einmal im Monat haben wir fetzige Community-Streams und wir fahren Mario Kart, Fall Guys und mehr. Und jeder von euch kann dann auch mitmachen. Aber wenn es nach meiner Community geht, bräuchte ich auch gar nicht zu zocken, denn die toben sich viel lieber in den Kanalpunkten aus. Ein bisschen hoch. Ich finde, ich bin schon ein hübsches Mädchen, ne? Der Kaplan klebt klappbare Pappplakate. Hab du Möhrchen? Hab du Möhrchen? Hab du Möhrchen? Ich bin die Mutter. Ich lese normalerweise Witze vor. Ich bin hier die Senorita des Kanals. Die sollen mit mir singen. Everybody dance now. I'm not a girl. Fiep, 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 fiep. Lili, 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 lili. Mit dem Ziegelstein hab ich den besten Freund. Ich fand sie irgendwo allein in Mexiko, Anita. Aber eins verspreche ich dir, hier gibt es immer gute Laune für dich. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. Ich schließe natürlich mit meinen berühmten Abschlussworten. Nein, das sind meine Abschlussworte. Ich würde mich freuen, wenn ihr Teil der Community werdet und wir diese schönen Momente ab jetzt zusammen erleben. You're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Because maybe you're gonna be the one that rates me. And after all, you're my wonderwall. So, genau, nach dem Trailer gibt es natürlich auch nochmal kurz ein Live-Hallo sozusagen. Ach nee, oh, komm, ihr habt mich geratet. Ah, wisst ihr, es gibt hier auf dem Kanal tatsächlich für jeden Raid und für jedes persönliche Sub gibt es einen kleinen Song. Und den will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und ich würde sagen, ich weiß, Franzi, bist du noch da? Erzähl mir mal, ob du noch da bist. Ich würde sagen, wir würden mal ein kleines Level Mario auch noch spielen, bevor ich euch weiterschicke, weil irgendwie ist das doof, wenn ne, ich euch jetzt direkt weiterschicke. Also schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für eure Follows. Wer noch Follow möchte, ihr habt jetzt gesehen, auf was euch erwartet und was euch auf jeden Fall erwartet, wenn ihr rein raidet. Soul Enemy ist ein kleiner Song natürlich nochmal an der Stelle. Der gilt natürlich nur euch als Raidende, aber letztendlich gilt er für den ganzen Stream. Hallo Lieblingsraid, ein riesen Dankeschön dafür, dass ihr mich überfangt. Dank euch macht das Stream Spaß, verträumt und verrückt sein. Na 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 na, danke Soul Enemy, schön ist dein Support. Hallo Lieblingsraid, riesen Dankeschön dafür, dass ihr mich überfallt. Dank euch macht.
macht das Stream Spaß, verträumt und verrückt sein. Na 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 na. Danke Soul Enemy, schön ist dein Support. So, meine komplette Pflicht erledigt sozusagen. Ich hoffe, ihr fühlt euch willkommen. Und Franzi, gestattest du, dass wir uns noch einmal ins Reich der Bienenkönigin begeben, um nochmal ein bisschen Gameplay hier auch zu bieten. Also bei mir ist auch kein Gameplay, ihr habt es ja vielleicht gesehen, bei mir ist es Failplay. Ne? Also während andere einen Speedrun machen, machen wir auf dem Kanal einen Failrun. Aber sicher, sagst du, okay. Machen wir auf dem Kanal einen Failrun. Ansonsten guckt euch in den Kanalpunkten um, da gibt es immer etwas zu tun, um mich zu ärgern. Deswegen lohnt es sich auch gleich beim Raid wiederum dran zu bleiben, denn die Kanalpunkte sind quasi Gold wert. Fette Failplays auf jeden Fall, ne? Aber bis jetzt geht's bei Mario Galaxy, oder? Und achtet mal auf diesen kleinen Emote, wenn ihr Follower seid, habt ihr den schon. Und dann kommt dieses kleine Zeichen, ich begrüße euch persönlich. Und der kleine Mann da, der erscheint meistens dann auch. Hallo, Soul Enemy und Stream, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Genau so sieht das hier aus, ne? Also nur, dass ihr so ungefähr im Bilde seid. So, für euch drehen wir nochmal eine extra Runde, ne? Speedruns habe ich nun auch angefangen, aber mit Failen kenne ich auch. Ja, ich kenne mich nicht mit Speedruns aus, ich kenne mich nur mit Failen aus. So, wir gucken uns jetzt mal die Bienenkönigin nochmal an, würde ich sagen. Interessiert mich eh, um ehrlich zu sein. Ich habe eine Ausrede gesucht, um da jetzt noch hinzufliegen, weil eigentlich ist um 10 Schluss. Aber die Runde machen wir jetzt noch für euch, ne? Mario Galaxy spielen wir, oder, weiß nicht, wer von euch informiert ist, das Spiel heißt auch in bekannten Kreisen You Are Mr. Gay. Und ich bin hier nicht, ich bin total divers, ne? Aber das Spiel heißt von Nintendo offiziell, Untertitel ist quasi You Are Mr. Gay. Wer weiß da Bescheid? Was spielst du denn, Soul Enemy? Was hast du heute denn gespielt? Erzähl mal. Honigbienen Königreich, Fliegbienen Mario. Okay. Spielst du auch Nintendo oder spielst du andere Sachen? Und ich wurde vorgeschlagen. Von wem wurde ich vorgeschlagen? Von einer Person oder von Twitch? Das ist das Honigbienen Königreich. Unsere Königin regiert dieses Land. Mega. Läuft bei euch. Neuankömmlinge müsst die Königin begrüßen. Ja, wo ist sie denn? Oh. Wir schauen uns erstmal um hier in aller Ruhe, ne? Wie verscheint es hier mit Bienchen und Blümchen vonstatten zu gehen, so wie es aussieht? Da unten gibt es einen Pilz für mich. Okay. Die Käfer haben wir auch mal abgesondert. Wow. Du wurdest zu Bienen, Mario. Halte B gedrückt, um zu fliegen. Oh yeah. Ich kann fliegen. Yay. Ich darf, glaube ich, nicht ins Wasser kommen. Bienen mögen, glaube ich, kein Wasser. Bin ich ziemlich überzeugt von. Kann ich da auch immer noch Kick-Ass machen hier? Ja. Vor mir haben sie Angst. Als Biene nicht, aber als Mario haben sie Angst vor mir. Dieses Loch führt ins Schloss. Na dann. Ab rein da. Wow! Okay, hier gibt es auch wieder eine Biene. Das Schloss ist jenseits dieser Mauer. Bienen lügen nicht. La la la, la 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 la. Ich spiele eigentlich als möglich, habe heute erst Meat Boy Speedrun gemacht und dann Final Fantasy VII Rebirth auch oder erst Remake. Spiele ich privat Rebirth tatsächlich. Das sind so Spiele, die möchte ich immer spielen, das ist das Problem. Ich spiele auch Nintendo Mario, haben wir alle 3D-Plattformer außer Galaxy 2 durch und da versuche ich mich auch irgendwann mal dran. Habe ich tatsächlich Mario Galaxy 2 noch nie gespielt. Ich weiß noch nicht, wie gut das ist im Verhältnis. Mein Not, der okay, Patrick, guckt ihr mal auf Twitch nach netten Leuten und schlägt mir dann vor. Okay, und okay, Patrick, wie bist du denn auf mich gekommen? Erzähl mal. Das klingt gut. Sind in Rebirth drin. Cool. Mega. Jenseits der Mauer. Ach ja. Bienen lügen nicht. Na, na, na. Na, 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 na.
Na, 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 na. Entschuldigung. Wir belieben zu singen auf diesem Kanal. Gut, komm. Kack auf die Münzen. Da ist Honig. Mögen zwar alle Honig. Aber, wir mögen nicht in Honig kleben bleiben, glaube ich. Gott, hier muss ich gleich am Ende wieder irgendeinen scheiß Endkampf bestreiten, oder? Ich bin gespannt. Aber hier gibt's Wasser wieder. Nein, kein Wasser. Oder oben ist eine dicke, fette Königin. Au, bloß ab. Dich will niemand. So, wie komme ich da jetzt hin? Oh. Irgendwie habe ich gerade keinen Check, wo ich hin muss, genau. Da hoch komme ich nicht so ohne weiteres. Wir orientieren uns hier mal an die Viechers. Richtig weit fliegen kann ich ja mit dem Mario hier irgendwie nicht so. Wenn du dich an einem Blumenstängel fesselst, schüttle. Du kannst Y drücken. Okay. Aha. Alright. Ich lasse mich mal einmal rumfahren in aller Ruhe. So der automatische Fliegenfilter, ne? Bienenfilter vielmehr. Okay. Got it. Alright. Müssen wir jetzt endlich zur Mama mal kommen, ne? Bam. Ach, da klicke ich mich immer so 10 Minuten durch alle Channels und sympathische Vibes verbreite, da bist du dabei. Ja, da sind wir dabei. Das ist prima. Oh. Das ist sehr lieb, okay, Patrick. Und schön, dass du auf mich gekommen bist. Ja, bei uns ist immer gute Laune Stream, ne? Wie du gerade gehört hast, Montag und Freitag. Es geht darum, dass ihr gute Laune bekommt. Entweder Inka Lusch mit 2 Viewern rüber geradet. Ihr Wahnsinnigen, ich muss doch auch Feier einmachen. Viva der Stream! Inka Lusch, herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Und ich glaube, ich bin mal irgendwann irgendwo mitgeradet und habe dich dadurch kennengelernt. Fand ich von Grund auf immer sehr sympathisch, sehr chillig, wie du unterwegs warst. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass du hier reingekommen bist. Gerade ist noch der Soul Enemy reingekommen und ich will auch Schluss machen. Ich muss euch gleich alle wieder mitnehmen. Aber ein Shoutout auf jeden Fall gibt's für dich, Inka Lusch. Und ja, fummelt mal das Herz an. Lass mal Liebe da. Ich glaube, du bist noch eine neuere Streamerin, aber in jedem Fall gucke ich bei dir mal sehr gerne rein. Und ja, ich mach's mal kurz. Wir hatten gerade schon ein Vorstellungsvideo gehabt. Das Vorstellungsvideo spiele ich jetzt mal nicht ab. Das könnt ihr auf meinem Twitch-Zweitkanal finden. Den blende ich euch mal einmal kurz ein. Da gibt es Twitch-Specials als Playlist und da ist auch das Willkommensvideo. Mich gibt es immer Montag und Freitag mit dem Titel Der gute Laune-Stream sozusagen. Das heißt, wir machen in allererster Linie Blödsinn, ganz viel. Ich kann mich verwandeln, ihr könnt mich ärgern mit den Kanalpunkten, wir können zusammen Spaß haben. Aus meiner Sammlung kann ich euch ein paar schöne Sachen zeigen, wenn ihr Bock habt. Solche Sachen sind alles möglich. Das machen wir in erster Linie und dann gibt es meistens auch noch irgendein Spiel, wenn wir Glück haben. Musik gibt es ja auch noch auf dem Kanal. Genau, meistens gibt es noch irgendein Spiel. Und, Leute, es hört heute nicht auf, ne? Ich spare mir jetzt mal den Willkommenssong auf, weil ich muss gleich wirklich auch raiden. Es tut mir wirklich leid. Normalerweise gibt es pro Raid immer einen Song und auch für jeden persönlichen Sub. Aber einfach mal einschalten, dann seht ihr ein bisschen mehr an der Stelle. Und ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Montag ist mal Retro-Montag. Da spielen wir gerade Mario Galaxy. Und freitags gibt's mal normalerweise aktuellere Spiele. Da spielen wir Luigi's Mansion 3. Da gibt's aber ausnahmsweise den Stream ohne Plan. Genau. Und falls ihr dazwischen mal ein bisschen Lust habt, reinzuschnuppern, was ich so mache, es gibt da noch einen YouTube-Hauptkanal.
Da gibt es unter anderem Reviews. Nächsten Dienstag gibt es ein neues Klemmbaustein-Review und nächsten Samstag, und nicht den kommenden, sondern den darauf, gibt es auf jeden Fall mal wieder ein Gaming-Video. Genau, da gibt es so alles Mögliche auch zu sehen, meistens auch mit viel Freude und Blödsinn verbunden. Aber hier auf Twitch ist natürlich nochmal ein bisschen mehr los. So, so ist das. Ich habe viel Merch. Ja, ein bisschen was gestaltet, sagen wir es mal so. Gibt auch was, könnte auch für 50.000 Kanalpunkte einlösen, ne? Inkalusch, vielen Dank für dein Raid. Wir machen eben weiter. Ich habe gesagt, ich mache das Bienenlevel noch. und ich danke dir auf jeden Fall, dass du am Start bist. Und freue mich genauso wie bei Soul Enemy, dass ihr rübergerutscht seid. Und okay, Patrick hat mich ja mehr dazu verholfen. Große Freude. Vielen, vielen Dank. Boah, das war knapp. Das war knapp. Aber das sollte gar nicht so knapp sein, ne? Ach, hier kann ich mich fortbewegen. Oh, okay. Wir können kleben bleiben hier dran. Okay, okay, okay. Cool. Genau, also gerade ist Mario Galaxy angesagt, auf jeden Fall. Läuft. Franzi, I love you too. Mm-hmm. Weber, vielen Dank für die zahlreichen Komplimente, die mich hier ereilen. Da freue ich mich. Oh nein, Mario, Mario. Oh Gott, du Vollhorst, Alter. Also wenn ich den Endboss auf die Art und Weise bestreiten muss und ich weiß, ich werde einen bestreiten müssen, I won't make it. Bei sowas bin ich echt ein bisschen dusselig. Du, halt die Klappe. Oh, ich hab's zur Königin geschafft. Glaubt man's? Oh, wer bist du denn? Egal wer du bist, ich habe eine Bitte an dich. Mich juckt es am ganzen Körper. Kannst du das nicht mal ansehen? Okay. Das erinnert mich an It Takes Two. Ja, definitiv. Das hat It Takes Two-Vibes, ne? Finde ich auch. Ingrid ist dein Name. Ach so, Ingrid, deswegen Inkalusch, ne? Ingrid ist ja, du bist ja noch jung, ne? Ist ein sehr ungewöhnlicher Name für eine junge Frau. Sag ich jetzt mal. Aber bei Mama am Rücken geht das auch. So, jetzt gucken wir mal hier. Ach, guck mal, da sind so Sternteile. Klar, sie jucken, das verstehe ich. Die machen wir mal ab hier, ne? Guck mal. Boah, ist die hübsch gestaltet. Hier der Körper, wie schön der gemacht ist. Oh, da dürfen wir nicht so lange rumkrabbeln. Ne, das ist vielleicht nicht okay. Die anderen Bienen mögen das vielleicht nicht, wenn ich da rumkrabbel. Danke, Fremder. Ich fühle mich jetzt gleich viel besser. Wenn mal wieder etwas ist, kümmere dich drum, ja? Klar, logisch. Unfassbar, diese Grafik von diesem Spiel, muss man ja mal wirklich sagen. So, dann versuchen wir da mal rüber zu kommen. Warum muss ja eigentlich alles voller Wasser sein? Einfach nur, um mich zu ärgern, ne? Das hat jetzt überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach nur da, damit der Spieler schwerer hat, ne? Das war doch nice, das Level. Hat mir soweit Spaß gemacht. Oh, Captain Toad? Den gab's hier schon? Nanu, Mario, du bist's. Wir sind auch aus Prinzessin Peach Schloss geflohen. Aber dann ist Bowser auf die Pelle gerückt und wir haben uns mit Luigi verirrt. Ach, ganz vergessen, wir haben einen Powerstern gefunden. Du wirst ihn bestimmt gebrauchen können. Also nimm ihn bitte. Ja, praktisch, ne? Der Captain Toad, der ist immer auf Zack, sag ich euch. In jedem Spiel. Gab's das? Das war doch noch weit vor 3D World. Gab's den hier in dem Spiel? Wurde der hier erfunden oder wurde nachträglich reingepatcht? Ich bin jetzt großflächig verwirrt. Ich bin großflächig und wenn ich verwirrt bin, bin ich großflächig verwirrt. Ah, ein Abenteuer hier. Du hast einen Stern erhalten. Na super. Guck mal, ein paar mehr Münzen gesammelt hier, ne? Mario. Dein Name ist Mario, nicht wahr? Das haben mir deine Freunde verraten, die uns vor einer Weile besucht haben. Mario, irgendwie ruft dieser Name Erinnerungen wach. Wir haben deine Freunde zur Garage gebracht. Stimmt, da waren die immer. Sie wollen dir etwas sagen, also geh sie auf jeden Fall besuchen. Speichern, das wollen wir. Damit sind wir nämlich, kündige ich schon mal an, definitiv am Ende des Streams angekommen. Für euch gab es nochmal extra eine Verlängerung. Wir spielen das Ganze übrigens bei Super Mario 3D All-Stars.
in der Dreier-Collection sozusagen, nicht auf der Original-Hardware. Wäre aber auch auf der Original-Hardware verfügbar.